Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Der Bewohner von David Jackson mitgebracht. Ich habe mich sehr auf das Buch gefreut, ich fand es klang total spannend, aber leider hat es mich nicht überzeugt. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Der Bewohner von David Jackson mitgebracht. Wir machen einfach mal wieder mal Thriller. Aber das Buch war nicht so wirklich meins. Jetzt zeige ich euch erstmal das Buch selbst. Also hier seht ihr das Cover. Finde ich sehr passend. Der Buchrücken und der Klappentext. Also es geht in dem Buch um Thomas und der ist ein Serienmörder. Aktuell ist er auf der Flucht und ihm und der Stimme in seinem Kopf, die ihn bei seinen Taten, wo es geht, unterstützt und ihm Gesellschaft leistet, wird ein unerwartetes Geschenk zuteil. Ein leerstehendes Reihenendhaus. Und es wird noch besser, denn alle Häuser sind miteinander verbunden. So kommt Thomas an Essen, kann duschen und findet ein neues Objekt der Begierde, Colette. Sie ist perfekt. Und schon bald genießt Thomas seine Spielchen mit ihr. Also, es ist eine gruselige Vorstellung. Du lebst dein Leben und wirst dabei beobachtet von einem Serienkiller auf deinem Dachboden. Du ahnst nicht, dass er da ist, und es häufen sich merkwürdige Vorkommnisse. Wirst du verrückt? Gibt es aber wirklich Geister? Du hältst es einfach nicht für möglich, dass so etwas wirklich geschieht und vor allem nicht dir. Aber was, wenn es das tut? Ich fand die Idee total interessant. Eine Frau, die von einem Serienkiller beobachtet wird, der seine Spielchen mit ihr spielt. Und es war auch interessant, bis es das plötzlich nicht mehr war. Anfangs ist es noch faszinierend und gruselig, wie Thomas mit der Person in seinem Kopf interagiert, wie sie sich unterhalten und sogar streiten. Aber irgendwann wurde es einfach zu viel. Es nahm Überhand und irgendwann hat es mich einfach nur noch genervt. Genauso wie mit seinen Streichen. Okay, manches kann ich noch verstehen, dass man da überlegt, wie mit dem Foto ganz am Anfang, aber recht bald denkt man sich nur noch, hallo, in den Nachrichten wird ständig über diesen Serienkiller berichtet und bei dir passieren komische Dinge. Und du hast sogar manchmal Geräusche gehört. Und du kommst nicht auf die Idee, mal eins und eins zusammenzuzählen. Was mich aber richtig gestört hat, sind Thomas Sexfantasien. Die fand ich einfach nur abartig und eklig. Gut, das passt vielleicht zu einem Serienkiller, aber trotzdem. Ich will das nicht en Detail lesen. Anfangs fand ich das Buch noch spannend. Nicht wegen dem, was tatsächlich passiert ist, sondern wegen dem, was ich mir ausgemalt habe. Was wird wohl passieren? Leider ist diese Spannung bald verflogen. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich das Buch überhaupt beenden soll. Das Ende fand ich interessant, aber auch unlogisch. Und das in mehreren Punkten. Die kann ich euch leider nicht detailliert darlegen, ich will ja niemanden spoilern, aber die Idee des Endes gefiel mir sehr. Besser als der Großteil des Buches. Aber die Details sind es, die das Ende in meinen Augen stolpern lassen. Es ergibt für mich teilweise nicht wirklich Sinn. Leider war das Buch nicht meins. Ich fand die Idee mega und habe mir am Anfang so viele Szenarien ausgemalt, was so passieren wird, aber leider konnte es mich in der Umsetzung nicht überzeugen. Ja, der Protagonist ist schizophren und redet mit der Stimme in seinem Kopf, okay, aber das Problem war, dass er das für mich zu oft gemacht hat. Irgendwann hat das nur noch genervt. Zudem fand ich seine Fantasien echt eklig. Und abartig. Da hätte es meiner Meinung nach auch mehr Andeutungen getan und naja, ich wollte das nicht so detailliert lesen. Das Verhalten der anderen Charaktere ergibt für mich nicht immer Sinn. In den Nachrichten wird immer und immer wieder von dem flüchtigen Serienkiller berichtet. Sie bemerken
merkwürdige Dinge, aber komm nicht auf die Idee, dass der Killer etwas damit zu tun haben könnte. Nicht ein Gedanke. Das Ende fand ich interessant, aber leider hat es für mich auch ein paar logische Fehler. Von mir bekommt das Buch 1,5 Sterne. Ich fand es ehrlich gesagt überwiegend langweilig. Leider. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!